Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine aus meiner Sicht besonders überzeugende und verbreitenswerte Rede von Roland Hartwig zum Thema Bundesverfassungsschutz. Im Folgenden die Rede in voller Länge, danach ein paar Worte dazu. Wenn ihr die Rede schon kennt, könnt ihr 4 Minuten vorspulen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch die AfD sieht erheblichen Reformbedarf für den Verfassungsschutz. Hinter diesem ja noch ganz freundlich klingenden Namen verbirgt sich ja nichts anderes als ein Inlandsgeheimdienst, der auch eingesetzt wird, politische Bewegungen mit geheimdienstlichen Mitteln wie dem Abhören von Telefonaten und dem Abfangen von E-Mails auszuspähen und öffentlich zu brandmarken. Umso wichtiger ist es, dass gerade ein solcher Dienst eng und ausschließlich an Gesetz und Recht gebunden ist. Handlungsbedarf sehen wir auf 2 Ebenen. Zunächst muss der rechtliche Rahmen für diesen Geheimdienst nachgebessert werden. Meine Fraktion hat hierzu 2 Gesetzentwürfe vorgelegt, aus denen ich nur 2 Zielsetzungen hervorheben möchte. Erstens, Betroffene sollen ein wesentlich verbessertes Auskunftsrecht erhalten, um in Erfahrung zu bringen, welche Informationen über sie vom Geheimdienst gesammelt wurden. Zweitens, im Dienst begangene Straftaten sogenannter verdeckter Ermittler sollen in Zukunft immer von ganz eng begrenzten Ausnahmen abgesehen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und von dieser auch verfolgt werden. Derzeit kann die Behördenleitung davon absehen, wenn sie der Straftat keine erhebliche Bedeutung beimisst und das selbst für Verbrechen, die mit einem Mindestmaß von 1 Jahr Gefängnis bedroht sind. Das ist eines Rechtsstaates unwürdig. Grundlegender Reformbedarf besteht aber auch auf einer zweiten, der politischen Ebene. Der Verfassungsschutz heute ist keine neutrale Einrichtung wie etwa der Bundesrechnungshof, sondern untersteht den Innenministern und damit Parteipolitikern. Dies ist ein grundlegender Webfehler, der entflochten werden muss. Denn es steht zu befürchten, dass nicht jeder der zunehmend links orientierten Politiker der Versuchung widerstehen kann, diesen Geheimdienst in einem ja permanent ausgerufenen Kampf gegen rechts auch als politische Waffe einzusetzen. Und dafür gibt es durchaus Beispiele. Mit Erlaubnis der Präsidentin möchte ich hierzu den ehemaligen Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Maaßen, zitieren, der im Dezember 2020 der Preußischen Allgemeinen Zeitung sagte, Zitat, ich musste allerdings feststellen, dass massiver persönlicher Druck auf mich ausgeübt wurde, endlich die AfD zu beobachten. Und das war ein ungebührlicher, ein ungewöhnlicher Druck, bei dem ich den Eindruck gewann, ich sollte hier für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert werden. Ich fühlte mich teilweise sogar genötigt. Zitat Ende. Spätestens hier müsste eigentlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, alle Alarmglocken schrillen, ebenso bei den Menschen draußen im Lande. Verwundert ist vor diesem Hintergrund wirklich, dass der Verfassungsschutz heute zunehmend politische Positionen angreift, die noch vor 20 Jahren von der CDU/CSU, als sie noch konservativ waren, vertreten wurden? Dass immer mehr Parteien und Bürgerbewegungen, die nicht dem linken Mainstream folgen, in das Fadenkreuz des Inlandsgeheimdienstes geraten? Es drängt sich zunehmend der Eindruck auf, dass der Verfassungsschutz von heute vor allem auch die Regierung und ihre auf vielen Feldern völlig verfehlte Politik vor Kritik und Opposition schützen will. Verfassungsschutz ist aber kein Regierungsschutz, denn sonst wäre er nichts weiter als die Fortsetzung der Politik mit geheimdienstlichen Mitteln und damit am Ende selbst eine Gefahr für unsere Demokratie. Deshalb muss er umfassend auf den Prüfstand. Vielen Dank. Was ist passiert? Vordergründig geht es darum, dass der Verfassungsschutz nicht richtig arbeitet und dass er reformiert werden soll. Dafür listet Roland Hartwig einige Punkte auf. Was aber die eigentliche Botschaft ist, die sich aus den Schilderungen ergibt, ist, dass die Altparteien und Altmedien systematisch täuschen. Die Argumentation an sich ist schon sehr einleuchtend.
Sie wird aber noch bestätigt durch das passive Verhalten der Abgeordneten, die zunächst ein bisschen reinrufen, dann aber merken angesichts der Argumentation, die so Stück für Stück aufgebaut ist, dass es sinnlos ist, reinzurufen, weil es unzweifelhafte Dinge sind, die so leicht belegbar sind, dass es keine Behauptungen sind, sodass sie merken, mit jedem Reinrufer stehen sie unseriös da. Sie geben also das Reinrufen auf. Dadurch wirken sie aber mit der Zeit gleichgültig, weil die Vorwürfe sind ja ungeheuerlich, die sich daraus ergeben. Weil das sind ja die Beschreibungen von einem Dritte Weltland. Im Grunde so einen Bericht würde man erwarten von einem Inlandsgeheimdienst in Nicaragua. So würde man sich das vorstellen, wenn man keine Ahnung davon hat. Schon zu NPD-Zeiten sind ja Sachen passiert, die unvorstellbar waren. Aber damals hat man halt irgendwie so gedacht, aus der Medienberichterstattung, das ist halt irgendwie ein Skandal, ja, irgendwie dumm gelaufen. Aber der Verfassungsschutz ist natürlich ein Bundesorgan und das stimmt natürlich alles. Und von den Republikanern hat man sowieso gar nichts mitbekommen. Dass die Beobachtung nachher als rechtswidrig eingestuft wurde, davon haben, denke ich, die wenigsten mitbekommen. Aus dieser Erfahrung wird deutlich, es ist Aufklärung nötig, immer. Genauso wie es Roland Hartwig hier macht. Unaufgeregt, aber sachlich Stück für Stück erwächst daraus die eindeutige Beweisführung. Der Verfassungsschutz heute ist keine neutrale Einrichtung wie etwa der Bundesrechnungshof, sondern untersteht den Innenministern und damit Parteipolitikern. Dies ist ein grundlegender Webfehler, der entflochten werden muss. Denn es steht zu befürchten, dass nicht jeder der zunehmend links orientierten Politiker der Versuchung widerstehen kann, diesen Geheimdienst in einem ja permanent ausgerufenen Kampf gegen rechts auch als politische Waffe einzusetzen. Und dafür gibt es durchaus Beispiele. Mit Erlaubnis der Präsidentin möchte ich hierzu den ehemaligen Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Maaßen, zitieren, der im Dezember 2020 der Preußischen Allgemeinen Zeitung sagte, Zitat, ich musste allerdings feststellen, dass massiver persönlicher Druck auf mich ausgeübt wurde, endlich die AfD zu beobachten. Und das war ein ungewöhnlicher Druck, bei dem ich den Eindruck gewann, ich sollte hier für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert werden. Ich fühlte mich teilweise sogar genötigt. Zitat Ende. Und natürlich, das ist jetzt eine Bundestagsrede, das werden viele Leute nicht sehen. Aber am Ende, hoffentlich auch durch die Verbreitung, durch meinen Kanal, aber vielleicht auch noch durch andere Kanäle, werden es eben vielleicht doch ein paar Leute sehen. Die AfD-Vertreter haben in Talkrunden immer die Möglichkeit, Schilderungen zu machen. Nicht irgendwas zu sagen, das stimmt nicht. Nein, wir sind keine Extremisten. Das wirkt nicht glaubwürdig, vor allen Dingen, wenn man vorher schon irgendwie sich das Ergebnis schön geredet hat. Wenn man also erzählt, ja, unser Ergebnis ist ganz toll, man schon so wirkt wie der Politiker, der alles Mögliche erzählt, um seine Partei gut darzustellen, dem wird dann nicht geglaubt, wenn er dann sagt, wir sind das und das, sondern dann denken die Leute, ja klar, das sagt er jetzt, weil er ist ja von der Partei, dann muss er das ja sagen. Solche Schilderungen aber aus nachprüfbaren Schritten, Einzelschritten, Schilderungen, dadurch kann man Aufklärung betreiben, die die Medien nicht entkräften können. Und er hat jetzt für diese ganze Rede hat er insgesamt 4 Minuten gebraucht. Wenn man sich jetzt einmal überlegt, wie lang geht eine Talkrunde, da haben die Vertreter genug Zeit, sowas zu schildern. Viele AfD-Vertreter verstehen wahrscheinlich nicht, aus welchem Grund auch immer, dass Aufklärung die schärfste Waffe ist, die sie haben. Ruhige, sachliche Aufklärung. Und dass das auch genau der Grund ist, weshalb die Öffentlich-Rechtlichen und die ganzen Altmedien sie möglichst versuchen, aus den Medien rauszuhalten. Leider wird viel zu wenig Aufklärung betrieben, sondern die Zeit unnütz vergeudet mit 0815-Gerede. Das keinen interessiert, dass man Volkspartei ist, wie gut das Ergebnis ist und dass es doch gut ist und man ja vorher gar nicht gesagt hat, dass es nicht so gut ist. Und mit diesem Unsinn wird die Zeit vergeudet, die man bräuchte, um Aufklärung zu betreiben, so wie es Roland Hartwig gemacht hat.
Und statt dass man irgendwas erzählt von guten Ergebnissen, kann man eine Themenlenkung betreiben. Es wurde ja auch zum Beispiel Tino Chrupalla direkt gefragt oder andere Vertreter, warum war ihr Wahlergebnis so schlecht? Und dann kann man sofort sagen, es waren die Medien und es war der Verfassungsschutz. Und dann fängt man an, der Verfassungsschutz, A, B, C, hat das so und so gemacht. An einer Wahlsendung, am Abend. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Es ist nicht der falsche Zeitpunkt, sondern es ist genau der richtige Zeitpunkt, weil es ist der einzige Zeitpunkt. Weil da auch ein paar Menschen zuschauen. Wenn jetzt zum Beispiel die Illner-Sendung jetzt schon 30 Minuten läuft, da guckt kein Mensch zu mehr. Also nur die Leute, die es immer gucken, das sind, ja, das ist nicht der typische Fußballschauer. Aber so die Leute, die zwischendurch mal reingucken, die nicht viel Fernsehen gucken, die aber doch immer reingucken, dieses Frame mitbekommen von den Altmedien, die erreicht man dann bei sowas. Die gucken mal bei der Wahl rein und dann hören sie das, zufällig, was da los ist mit dem Verfassungsschutz. Und es ist ja auch dieses Framing, das dann betrieben wird, ein wirksames Framing. Diese Schilderungen sind ein extrem starkes Framing. Einfach zu sagen, die Altmedien und die Altparteien sind blöd und ungerecht, das ist nicht so, das ist natürlich auch ein wichtiges Framing, aber es ist nicht so stark, weil dann die anderen sagen ja sofort, dann stimmt nicht, ja, das sagen sie ja, weil sie von der AfD sind und sagen sie natürlich. Das ist nicht so stark, weil es nicht so gut nachvollziehbar ist. Das macht es glaubwürdig. Und was logisch erscheint, ist stark. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Leider sind es im Moment sehr viele Kommentare. Ich jedenfalls kann sie nicht mehr alle lesen, obwohl ich das früher gern getan habe. YouTube verlangt von mir, das merkt man an den Klickzahlen, dass man in hoher Abfolge Videos produziert. Da habe ich also ein deutliches Gefühl, dass das im Zusammenhang damit ist, dass die Videos jetzt so gut verbreitet werden. Und dem muss man natürlich Rechnung tragen, wenn man will, dass die Videos verbreitet werden. Und deswegen werde ich in Zukunft leider, obwohl ich es gern gemacht habe, nicht alle Kommentare lesen können, sondern werde versuchen, mehr Videos zu machen. Wenn ihr aber Nachrichten habt, bei denen ihr denkt, es ist wichtig, wo ihr wollt, dass ich sie wirklich, wo ihr euch Gedanken gemacht habt oder wo ihr denkt, ihr habt was Wichtiges und ich sollte es gelesen haben, dann schreibt mir es doch gerne auf die Mail. Dann könnt ihr sicher gehen, dass ich es lese und ich freue mich über Nachrichten. Also wenn ihr denkt, das ist wichtig und ich sollte es lesen oder ihr habt einen guten Link für ein Video, was wichtig ist, dann schickt es mir einfach auf die Mail. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Ihr geht mir damit auf keinen Fall auf die Nerven. Ich habe hier, das ist ja meine extra YouTube-Mail. Das ist vollkommen in Ordnung. Schreibt mir da gerne drauf. Normalerweise ist es so, dass ich hinter jedem Kommentar ein Herzchen mache, den ich gut finde und den ich gelesen habe. Also wenn ihr einen Kommentar habt und da ist kein Herz dahinter, dann heißt es normal, ich habe ihn nicht gelesen. Oder vielleicht überflogen. Also ich like jetzt auch nicht alle Kommentare, aber ihr wisst ja aus der Vergangenheit, die meisten Kommentare like ich normalerweise. Viele denken vielleicht, das ist so, dass man sich bei den Zuschauern einschleimen will, dass sie den Kanal wieder gucken und so. Aber es ist so, dass ich mich freue, dass da noch echte Menschen sind, die ein Herz haben irgendwo. Die noch normal im Kopf sind und keinen Faschismus mitmachen. Macht's gut.